wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Hier ist er wieder, Martin von Martins Reisewelt. Diesmal geht's mit der AIDA-Kreuzfahrt über Oslo und Kopenhagen zurück nach Kiel. Auf dem Schiff der AIDA Luna angekommen, ging ich auch gleich auf Deck 7 zu meiner Kabine. So sah übrigens die Kabine von innen aus. Als ich die Sachen ablegte, ging ich zum Oberdeck und schaute mir den Kieler Hafen von oben an. So, jetzt sehen wir im Hintergrund die Stena Line. Die machte sich auf den Weg in Richtung Schweden, genauer gesagt nach Göteborg. Hallo meine lieben Reisefreunde, ich bin jetzt, wie ihr seht, auf dem Schiff der AIDA Luna vor euch die Ostsee. So, nun zeige ich Ihnen die AIDA Luna von innen, wie sie von innen also aussieht, in Form von Videos und Bildern. Auf dem Schiff konnte man übrigens viele schöne verschiedene Dinge machen, wie zum Beispiel im Whirlpool, im Spa-Bereich. Für Kinder war auch etwas dabei, und zwar die Kinderspielzone. Man konnte in den verschiedensten Restaurants, Buffet, essen und trinken. Man konnte sogar shoppen. Und es gab sogar ein Theater, das jeden Abend Shows aufgeführt hat. Also es war für jeden was dabei. Jetzt, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, möchte ich Ihnen die ruhige, aber auch raue Ostsee in Form von Videos zeigen. Denn wir hatten ja einen Seetag. Wir sind am nächsten Tag erst am Abend gegen 22 Uhr in Oslo angekommen. In diesen Videos zeige ich Ihnen den ganzen Tag, wie sich die Ostsee verändert hat. Wir haben eine Schiffsbegegnung gehabt. Und zwar haben wir die AIDA Nova begegnet. Es ging dann weiter in Richtung Oslo, so gegen 22 Uhr abends dann angekommen, ging ich zum Oberdeck und genoss die Hafeneinfahrt in Oslo bei Nacht. Nun möchte ich Ihnen Oslo mit allen seinen schönen Facetten am Tag zeigen. Was ich so in der Stadt erlebt habe, trotz des Regenwetters, denn es hat sehr, sehr stark geregnet, man musste halt das Beste draus machen. Bin ich dann mit dem Sightseeing-Bus 2-3 Mal hin und her gefahren, und was ich dort, wie gesagt, in der Stadt also erlebt habe, das sehen Sie in Form von Bildern und Videos.
Ja, wie gesagt, am nächsten Tag mit Regenwetter sind wir dann so gegen 16 Uhr wieder vom Hafen abgelegt und machten uns auf den Weg in Richtung Dänemark, genauer gesagt nach Kopenhagen. Als wir dann, wie gesagt, aus dem Hafen von Oslo herausgefahren sind, kam ein etwas lauteres Geräusch neben uns. Und es hat sich herausgestellt, es war ein Wassersportler mit seinen, ich vermute mal, es war ein Zap, der uns begleitet hatte, ein Stück Richtung Osloer Fjorde. Nun fahren wir, wie gesagt, an der berühmten Osloer bzw. norwegischen Fjorde vorbei. Jetzt ist es so, wir sind ja auf dem Weg nach Kopenhagen, kamen uns zwei, drei Schlepper entgegen. Diese seilten sich an uns an und brachten unser Schiff Aida Luna sicher in den Hafen von Kopenhagen. In Kopenhagen, so gegen 12 Uhr angekommen, Terminal 2, warteten dann schon auf unsere Sightseeing-Busse Hop-On, Hop-Off. Diese fuhren aber diesmal als Shuttlebus und zwar bringten die uns zur Station Kleine Meerjungfrau in die Kopenhagener Innenstadt. So, nun zeige ich Ihnen wieder tolle Eindrücke und zwar diesmal von Kopenhagen bei Tag in Form von Bildern und Videos. Am Abend, so gegen 18 Uhr, legten wir wieder ab und zwar in Richtung Deutschland und zwar nach Kiel zurück zu unserem Startpunkt. Dann, wie gesagt, am nächsten Morgen um 9 Uhr im Kieler Hafen angekommen, war die Reise dann auch schon zu Ende und wir traten alle Passagiere auf diesem Schiff die Heimreise an. Ja, 15 Minuten, ca. 10 Flugzeuge gestartet und über uns hinweggeflogen.